Willkommen hier zu eurem Wochenorakel vom 17. bis zum 23.07.2017. Mein Name ist Michelle Die. Ich bin zertifizierte Kartenlegerin, auch Numerologin, vergleiche auch in der persönlichen Beratung alles sehr, sehr akkurat mit der Numerologie, mit dem Human Design System, mit der Astrologie, falls das für dich wirklich vonnöten oder von Vorteil sein sollte. Okay? Also das sind hier meine Wochenorakel und am Ende von jedem Orakel, also du kannst ja auch sehr gerne, da lade ich dich auch dazu ein, das große Juli-Orakel anschauen. Da bekommst du für den ganzen Monat nochmal so einen Rundumschlag an Informationen. Das sind hier allgemeine Tendenzen, allgemeine Orakel. Die resonieren sehr, sehr oft, sehr, sehr stark, aber sind natürlich hier fürs Kollektiv. Ja? Also das ersetzt normalerweise keine persönliche Beratung, eben je nachdem und je nach Individuum, sage ich mal so. Okay, also ich bin auch Sängerin und auch Gesangs- und Klavierlehrerin, auch seit sehr, sehr vielen Jahren. Das heißt, ich gebe auch Unterricht hier in der Schweiz, aber auch alles online. Also du kannst alle Services auch online buchen und ich habe auch viele tolle Programme zur Erweiterung deiner Gesundheit. Da kannst du mir übrigens zu allen Sachen, die dich so interessieren, eine E-Mail schicken und dann bekommst du sehr viele Informationen per Mail. Ansonsten hast du auch den Link unten zu meiner Webseite. Da kannst du dir auch alles nochmal genauer anschauen, wenn dich mehr interessiert. Okay, dann gucken wir doch mal rein jetzt hier in unser Orakel, in die Tendenzen von der neuen Woche. Genau. Es gibt ja auch ein neues Intro, also entschuldige einmal hier an der Stelle, dass das Orakel jetzt so spät kommt, ja, aber ich denke, jetzt am Montag könnt ihr es immer noch genießen und immer noch eure Informationen daraus ziehen. Es gibt jetzt auch ein neues Intro, wie ihr gesehen habt. Ich verwende nach Möglichkeit meistens Musik, die ich auch selber irgendwann dran mitgewirkt habe. Auf jeden Fall ist das auch alles von mir gesungen, was du da hörst. Ja, gut, dann gucken wir doch mal ins Orakel. Ich male und zeichne im Moment an meinem eigenen Orakel-Deck und das ist jetzt quasi so in progress, ja. Also das kommt dann raus auf den Markt, wenn es fertig ist und dann kannst du das auch gerne erwerben, wenn du möchtest oder auch verschenken. Es wird wunderschön werden, ich werde da gucken, dass ich das gut produzieren kann halt für euch und ihr könnt euch dann auch die eine oder andere Frage tatsächlich auch selbst stellen und da gibt es dann auch ein kleines Booklet dazu und eine Anleitung, wie du das am besten machen kannst. Und jetzt lade ich dich ein, reinzugucken. Ich stelle hier gerade auch im heutigen Orakel zwei meiner Bilder vor. Das blende ich dir jetzt gleich ein und ich lade dich ein, einmal dich wirklich gut zu erden. Während ich die Karten gleich mische, ist es gut, nichts zu überkreuzen, also wirklich die Energie gut fließen zu lassen. Wir zählen mal bis drei. Und stellen uns mal vor, dass wir so ein sauberes, weißes oder auch transparentes Licht mal einatmen. Und jetzt hast du die Chance, alles mal loszulassen, was nicht mehr zu dir gehört, was du nicht mehr mit dir herumschleppen kannst. Und das kann wirklich alles Mögliche sein. Bist du bereit auf eine kleine Transformation? Wir machen uns ganz schwer. Stell dir vor, du bist gut geerdet und Wurzeln gehen so in die Erde. Ja? Wir können hier auch mal die Energie hochatmen. Ja, mach dich ganz schwer. Und ich zähle. Eins, zwei und drei. Und alles, was wir nicht mehr brauchen, atmen wir aus. Und du wirst jetzt sehen in der Einblendung, dass es zwei Bilder hat. Ein Pfirsich sozusagen, so eine Frucht und den Baum. Und ich hätte gerne, also ich bitte dich gern dazu, dir einfach ein Bild auszusuchen, welches dich spontan anzieht. Ja, manchmal fühlt man, dass es ein Bild einen anzieht. Oder einfach spontan dich zu entscheiden. Gerne jetzt. Okay. Ihr habt euch entschieden. Wenn du mehr Zeit brauchst, dann bitte ich dich, das Video anzuhalten und dir einfach mehr Zeit zu geben, wenn du dies brauchst. Und jetzt gucken wir mal rein. Also, wenn du den Baum gewählt hast, dann lese ich mal aus dem Baum hier. Also aus dem Baum. Einfach für die Leute, die den Baum haben, gibt es jetzt individuelle Kollektivbotschaften. Also die individuellen Botschaften gibt es natürlich nur persönlich. Aber ich sag mal so, es gibt keine Zufälle und auch keine, wenn du dich für ein Symbol entscheidest. Okay, gucken wir einfach allgemein rein. Meine Lieben, das ist natürlich ein Wochenorakel. Da schaue ich nur mal so ansatzweise rein, was kann wichtig werden, was nicht. Ja, mehr so, was wird prominent, ja, oder was wird einfach
ja, vielleicht Wichtigkeit haben in dieser Woche. Und im großen Juli-Orakel, wo du auch den Link findest in der Infobox, gibt es einfach noch mehr Tendenzen. Ja, da kannst du auch noch mal gerne schauen. Und dann hast du ein viel runderes Bild. So. Okay, da haben wir die allererste Karte. Muss ich mal selber schauen. Ja, drei der Münzen auf den Kopf. So, ich habe das Gefühl, dass du quasi, dass in dir eigentlich das Potenzial von Reichtum einmal drin ist oder einfach von finanziellem Erfolg. Das ist wirklich finanzieller Erfolg, aber das ist auch Anerkennung. Also Anerkennung vom Boss, Anerkennung von anderen Mitmenschen, von Kunden. Ja, einfach berufliche Anerkennung sowie auch sich selbst anzuerkennen. Man kann sich auch anerkennen im privaten Bereich, ja. Also wirklich Anerkennung, auch bare Münze tatsächlich, also auch finanziell, ist in dir. So, das ist so die Message, die mir irgendwie so kommt. Du musst es wie, glaube ich, rauskitzeln, ja. Manchmal haben wir so viele Talente und so viel Potenzial in uns und leben, man sagt, wir leben nur 10% unseres IQs oder so. Also das habe ich mal irgendwo, ich sag mal, aufgeschnappt. Also wenn das wirklich so der Fall ist, dann ist das natürlich noch viel, viel mehr unter der Oberfläche, was wir eigentlich auch haben, ja, oder ausleben könnten. Und hier sagt mir diese Karte, ja, es ist so in dir vergraben. Und dieses Potenzial für das, was du gerne erreichen willst oder leben möchtest, und es kann in jeder Hinsicht sein, das kann finanzieller Natur sein, das kann aber auch persönlich sein, ja. Das kann in jedem Bereich jetzt liegen, aber dieses Potenzial, da musst du mal selber in dich reinhorchen, gerade wenn ich spreche, macht da was bei dir Klick, ja? Vielleicht hast du das Gefühl, ah ja, die redet gerade von dem und dem, dann, ja genau, dann münzt es auf jeden Fall auf dich persönlich um, was ich jetzt sage. Und dieses Potenzial liegt in dir und manchmal müssen wir es ausgraben. Ich kann da zum Beispiel ganz gut sagen, man kann sehr gut Tagebuch führen. Also Tagebuch, und durch das Schreiben materialisieren wir Gedanken, die ja sonst immer so flüchtig sind und die wir sonst nicht ernst nehmen. Ich glaube, wir neigen als Menschen dazu, das ernster zu nehmen, was wir sehen, anfassen, fühlen können, als geistige Werte. Aber es ist ja auch logisch, weil das, was wir sehen, anfassen und materialisiert ist, das ist uns ja auch natürlich viel realer, steht uns ja viel realer zur Verfügung. Das andere kann flüchtig sein. Und so nimmst du dich selber ernst, wenn du deine Gedanken materialisierst. Kannst du mir folgen? Das ist das, was näher kommt. Das kann für einige von euch tatsächlich Sinn machen. Es ist ein allgemeines Orakel. Manchmal kann es auch sein, dass du zuschaust und dir denkst, ja, das macht für mich jetzt gerade weniger Sinn. Aber du musst bedenken, es ist natürlich für ganz, ganz viele Menschen hier. Wir wollen eine Zusatzkarte ziehen. Die sind hier alle auf dem Kopf irgendwie, obwohl ich sie doch jetzt eigentlich... Ja, hier, die letzte Karte liegt richtig und die ist wieder auf dem Kopf. Sehr interessant, ja. Und ich mische ja immer nur, ohne das zu manipulieren. Du hast gesehen, ich mische live. Ja, wir haben hier den König der Münzen auf dem Kopf. Genau, also wenn du ein Mann bist, dann kann es wirklich gut sein, dass du halt die Eigenschaften des König der Münzen, ja, so der Macker mit der Kohle jetzt, wenn man es mal so sagt, dieses Potenzial liegt in dir. Aber... Also ich mache natürlich auch Spaß, ja. Es geht natürlich auch wirklich um eine Sicherheit, um Fundament auch, aber auch um das Fundament Selbstwertgefühl. Das muss natürlich, für einige ist das sehr materielle Natur, für die anderen ist das auch Berufung und auch Potenziale, die wir vielleicht nicht leben. Wenn du eine Frau bist, dann kann es auch sehr, sehr gut sein, dass du vielleicht dir ja, eine Art Mann in der Kategorie oder irgendwie vielleicht auch jemanden sehr stabilen wünschst. Und diese Person, ja, es ist möglich in deinem Leben, aber du musst deine eigenen Wünsche ernst nehmen und darauf hinarbeiten. Das könnte nochmal so ein Ding sein, also so nach dem Motto, Gleiches zieht Gleiches an, ja. Gleiches zieht halt Gleiches an und das ist halt einfach oftmals so, ja. Das ist sowas, was mir hier noch so rauskommt, wenn ich diese beiden Karten sehe. Wir haben auf beiden Karten diese Institution, so eine Kirche. Kann auch hier um Moral gehen. Auf dem Kopf der König der Münzen kann eine fehlende Moral andeuten und zu viel Sinnlichkeit in die falsche Richtung. Das kann es halt für manche von euch sein, nicht für alle. Ja? Ich meine, Details kann man halt eh nur in einer allgemeinen, also in einer, Entschuldigung, in einer persönlichen Legung anschauen. Das kann ich jetzt hier natürlich jetzt nicht so ummünzen auf uns alle.
Dann haben wir hier noch die vier der Münzen. Das ist eine Pause. So. Und diese Pause, pass mal auf, ich glaube, das ist einfach Zeit, vielleicht zu meditieren. Vielleicht suchen einige von euch nach einem Job oder nach einer monetären Möglichkeit, und es kommt noch nicht in dieser Woche. Es kann gut sein, dass vielleicht auch Chefs sich querstellen, alles ruhig gelegen ist in materieller und in beruflicher Hinsicht. Aber die Anerkennung liegt mir ja schon im Kern, im Wesen drin. Sie ist halt noch nicht draußen, also noch nicht materiell. Und jetzt sage ich dir eins, ich bekomme hier eine Gänsehaut. Immer wenn ich eine Gänsehaut bekomme, auch in den persönlichen Beratungen, weiß ich, dass ich die Wahrheit sage. Und vielleicht ist es für einige von euch jetzt gerade auch sehr, sehr stimmig. Wenn das der Fall ist, kommentiert das doch bitte. Das würde mich sehr freuen. Die vierte und letzte Karte für die Gruppe für den Baum. Der Baum ist runtergefallen. Naja, also das ist auch dafür gedacht, dass ihr dann auch das Video spulen könnt. Aber gut, ich meine, gleich werde ich halt die Frucht da irgendwie hinlegen und ich hoffe, dass ihr das auch sehen könnt dann halt, ja. Ansonsten ist das Video nicht so lang. Ich glaube, dass viele werden sich es auch einfach anschauen. Dann haben wir hier die drei der Schwerter. Genau, das kann auch gut sein, dass ihr leider auch vielleicht an Leute geraten seid, die zum Beispiel nicht mit der Moral, mit der Ehrlichkeit nicht ganz so genau gesehen haben oder vielleicht ja mehr Gelder im Spiel waren, als es eigentlich Gefühle hätten sein sollen. Und das bringt es dann mit sich, dass ihr vielleicht, einige von euch warten vielleicht auch auf einen Anruf von einem Mann, ja, wenn es sich hier um Frauen handelt. Und da kann ich dir gleich sagen, hier habe ich leider das zerbrochene Herz liegen. Also ich glaube, es wird zu sehr zugewartet und ich denke, man muss die Spreu vom Weizen hier unterscheiden und bestimmte Menschen loslassen, die vielleicht viel versprechen, aber wenig halten. Also das kann für einige von euch so der Fall sein. Für die anderen kann es auch sein, dass es im Job nicht so vorangeht und ihr da wie hingehalten werdet. Aber bitte bedenke eins, die drei der Schwerter ist eine Enttäuschung. Und vor allen Dingen ist die Enttäuschung, auch wenn sie weh tut, ist einfach eine Chance zu erkennen, wo wir uns getäuscht haben. Und das wird jetzt berichtigt in dieser Woche. Meine Lieben, herzlichen Dank. Ihr bekommt jetzt noch eine Krafttierkarte aus dem Krafttier-Orakel. Wer meinen letzten Vlog verfolgt hat, da habe ich eine wunderschöne Tagestour gemacht von Zürich aus der Schweiz. Ich bin ja jetzt in Zürich in der Schweiz, nach Konstanz. Ist ja hier, Schweiz ist ja ein kleines Land, da kommt man schnell nach Deutschland rüber und so. Und dann von Konstanz nach Friedrichshafen. Und da habe ich schön geshoppt, ja. Also geshoppt habe ich da und Bildchen bin ich gefahren. Und ich habe neue Orakelkarten gekauft. Und da ziehe ich auch mal eine Karte in dem Video. Also das Video habe ich euch auch einfach mal verlinkt, so just for fun. Wer da Bock so hat, der soll sich das doch gern einfach mal zu Gemüte führen und es genießen, ja. Ich habe den Tag sehr genossen. Es war wirklich so ein Tag, so aufgewacht, Augen aufgemacht und gesagt, und jetzt geht's los. Also spontan ist manchmal total schön, wenn man dann so sich das erlauben kann. Und ja, und auch natürlich durch eure Buchungen auch mitunter. Und da bin ich euch sehr dankbar, dass ich euch auch helfen durfte und dass ihr euch helfen lassen habt und auch für das wunderbare, schöne Feedback. Und natürlich auch dafür, dass ihr auch zurückgekommen seid und auch immer mal gern zurückkommt, wenn ihr noch Fragen habt oder zusätzlich was wissen wollt oder sich wieder neue Situationen im Leben ergeben und ihr mich wieder aufsucht. Das freut mich ungemein. Also das macht mein Herz auf und macht mich sehr glücklich. Ja? Aber das nur am Rande. Jetzt mal eure Krafttierbotschaft für die Leute mit dem Baum. Oh! Gucke mal, leere Karte, alles ist möglich. Ja, weil du hast nämlich voll das hohe Potenzial, oder? Also das passt jetzt auch wieder wunderschön. Also du hast ein mega hohes Potenzial. Und schau in dich und häng dich nicht an andere Leute, ja? Oder wenn du das gerne, dieses Potenzial verwirklichen willst mit anderen oder durch andere, durch die Hilfe und durch andere irgendwie in Freundschaften, Gruppen etc., dann such dir die richtigen Gruppen und sei auch bereit, umzusatteln, wenn die richtigen noch nicht dabei sind. Das ist das, also alles ist möglich, ist doch super. Und ich freue mich total für euch und vor allen Dingen hier wird es erstmal schönes Wetter in dieser Woche. Und ich hoffe, ihr könnt es genauso schön genießen hier auch, das wunderbare Wetter. Und wenn ihr Zeit und Lust habt, ihr werdet wahrscheinlich auch Zeit haben. Viele von euch werden Zeit haben, dann geht bitte auch in die Natur, ja? Mach mal Sport in der Natur vielleicht oder sowas. Zum Thema Sport und irgendwie Joggen am See und so
und irgendwie HIIT-Training, da habe ich auch mal was gemacht und auch zum Thema Gesundheit. Vielleicht kann das die einen oder anderen auch interessieren und könnte auch ein guter Anstupser sein, um mehr in der Natur Zeit zu verbringen und auch in Ruhe. Weißt du, durch die Ruhe auch mal zu schreiben, auch mal in sich reinzuhorchen. Das sind die Messages, die mir jetzt hier wirklich stark noch reinkommen für die Leute, für die den Baum gewählt haben. So, meine Lieben, jetzt geht's gerade weiter hier mit der Frucht. Ich hoffe, das hält jetzt so. Okay. Ich habe hier übrigens gelegt mit dem Dark Fairy Tarot vom Los Carabeo Verlag. Und genau, jetzt nehme ich mal hier die klassischen Rider-Waite Tarotkarten vom Königsfurt Verlag. Genau. Okay, die Messages für euch wären... Also der Wagen, ja, also entweder es geht auf Reisen, entweder es geht in Urlaub oder du kannst Gegensätze so zusammenführen, dass das Problem gelöst ist, ja? Vielleicht kannst du wirklich viele, viele Gegensätze integrieren in eine Sache. Aber schauen wir mal, was die nächsten Karten uns hier so sagen. Ja, 9 der Münzen. Und vor allen Dingen, wenn du nämlich vielleicht Konflikte beseitigst, vielleicht ist auch das eine oder andere Gespräch nötig. Vielleicht musst du mal irgendwo hinfahren als Geschäftsreise. Ja, Fahrten sind möglich für einige von euch. Natürlich jetzt nicht für alle. Wir haben hier kollektives Orakel. Aber wir haben hier die 9 der Münzen und das bedeutet Selbstwertgefühl. Vielleicht bist du auch rund in dir selber, kannst dich selber sehr gut akzeptieren und bist halt d'accord mit dir selber, um es mal so zu benennen. Und ja, das ist halt Geld und Selbstwertgefühl hier. Ich glaube, davon bekommst du mehr in dieser Woche. Ja? Oder fühlt sich einfach allgemein sehr stabil und gut abgesichert. Ist ja auch nicht verkehrt. So, dann haben wir noch die 5 der Stäbe. Es kann gut sein, dass du vielleicht in Konkurrenzsituationen bist, wo es vielleicht um Geld geht oder einfach, wo viele Leute ähnliche Sachen, Produkte oder wie auch immer hier anbieten, wie du auch. Es gibt irgendwie Konkurrenzsituationen, es können auch Neider sein, aber ich sehe das jetzt nicht als sowas Schlimmes. Ich habe das Gefühl, das ist ein gesunder Wettbewerb hier auch tatsächlich mit dieser Karte, weil nämlich die umliegenden Karten der Wagen und die 9 der Münzen mir hier sehr, sehr positiv liegen. Also ich glaube, du wirst halt einige Gegensätze so geschickt zusammenführen und zu einem Ganzen machen können und so gut in die Gesamtsituation integrieren, dass du Glück haben wirst und dass du Gewinne einstreichen kannst. Das kann materiell sein, das kann aber auch persönlich sein und ein Gefühl von Stabilität, von Sicherheit, auch materieller, aber auch vom Selbstbewusstsein wird sich manifestieren in dieser Woche. Ja? Vielleicht kommen so Kniffs von rechts und links, vielleicht ein bisschen Neid oder so, aber ich glaube, du wirst es mehr so mit einem Zwinkern irgendwie dir angucken und dir denken, danke, weißt du, irgendwie so. Oh, 7 der Schwerter und das ist auch sehr interessant. Ich glaube, hier gibt es auch eine Tendenz von abhauen wollen aus Situationen. Ja? Vielleicht hast du hier ein bisschen das Problem, dass du Leute kennenlernst, die dich auf eine Art entweder beneiden, wie ich schon gesagt habe, oder wo es wirklich auch ziemlich viele Wettkämpfe gibt. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Conteste, irgendwelche Wettbewerbe hier auch, ja, wo du halt gewinnen möchtest oder vielleicht auch wirklich sehr gute Chancen hast, hier zu gewinnen und vielleicht sogar etwas gewinnst, ja. Kann auch, das kann auch sein, dass du befördert wirst hier auch in dieser Woche. Und dann gibt es halt Neider. Und dann gibt es halt welche, die irgendwie versuchen, dir irgendwie am Stuhlbein zu sägen. Ja, solche Situationen kann es sein. Kann es tatsächlich sein. Aber du hast wie genug Know-how und auch genug Energie und auch Kraft, wenn es sein muss, dich daraus zu erheben. Also das ist so das, was mir hier auf jeden Fall liegt. In welchem Bereich haben wir das? Ja, und es kann sein, dass es zusammen liegt mit dem König der Kelche. Für manche Damen kann es sein, dass ihr da im Bereich der Liebe so etwas erlebt oder halt so ein bisschen wie buhlt um so einen König der Kelche oder gern wollt, dass er euch da so ein bisschen hinterher telefoniert oder so. Und da gibt es halt dann schon auch viele verschiedene Frauen auch oder viele verschiedene Situationen. Es kann gut sein, dass dieser Mann aber auch so ein bisschen seine Wege da geht. Aber ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, falls ihr in so einer Situation seid, you stand your ground, also du bist wirklich so,
was weiß ich, dass dich braucht es gar nicht zu interessieren irgendwie so, weil du bist so selbstbewusst genug, um da drüber zu stehen. Das ist das, was mir hier noch so irgendwie liegt für alle, die jetzt die Messages haben. Ist natürlich ein kurzes Wochenorakel, gell? Aber schau ruhig mal in den Juli rein. Also da hast du noch mehr Infos in jedem Fall. Ich wollte euch auch gerne eine Karte ziehen und jetzt möchte ich sehr, sehr gerne die Karte ziehen vom Ho'oponopono Verlag. Ho'oponopono Verlag, was rede ich? Von Schirner Verlag und zwar die Ho'oponopono Karten. I'm so sorry. Habe mich ein bisschen verlabert, ja? Ich finde die super, die Karten. Das ist so Hawaii, das ist so Urlaub. Und ja, die einzukaufen war auch so mega schön an dem Tag halt. Ich könnte die ganze Zeit über diesen Tag reden. Ich habe da so Spaß dran gehabt auch. Na gut, dann gucken wir mal. Ja. Eure Karte, nee, ich will die da. Eure Karte. Ach ja, wie schön. Guck mal, lebe deine Gaben. Ich finde diese Karten auch so mega, mega schön. Das sind wie so kleine Collagen irgendwie immer. Und hier diese Hinterseite sieht immer so aus, so Hawaii, gell? So Urlaub in Hawaii und Bötchen fahren, so richtig mega schön. Lebe deine Gaben, erkenne deine Gaben und lebe sie. Ja, und du hast auch wirklich auch sehr, sehr viel inneren und äußeren, vielleicht auch äußeren Reichtum hier mit der 9 der Münzen. Okay, wie ich schon gesagt habe, so du bist schon viel, ja, und genug, wir sind alle genug auch. Erkenne deine Gaben und lebe sie. Deine Gaben sind einzigartig. Schenke ihnen Aufmerksamkeit und stärke sie. Ja, und das ist ja auch die Individualität, die uns ausmacht. Wer hat denn den gleichen Daumenabdruck wie du und ich? Niemand, ne? Nur wir. Also nur jeder hat wirklich seinen eigenen Daumenabdruck so tatsächlich. Das ist ja auch nochmal ganz wichtig, in dem ganzen Bereich von Kollektiv auch mal zu erwähnen. Schlussendlich stärke dich selbst, stärke die Gemeinschaft, gehe deinen Weg. Gehe deinen Weg ist der abschließende Satz, den ich euch hier noch so unterstreichen will. Danke fürs Liken, Teilen und fürs Abonnieren, fürs Anschauen, ja. Und genau, schaut dir ruhig mal hier meine ganzen Sachen an, Webseite etc. pp. Und so weiter. Und ich freue mich, dich und euch wiederzusehen beim nächsten Orakel. Und bis dann, ciao, ciao. Charge on my mind.